Ja, herzlich willkommen auf der Gamescom am Stand von LG. Wir zeigen eine Weltneuheit, kann man fast sagen, weil die Ingenieure von LG haben es endlich geschafft, IPS mit einer Millisekunde. Und das erste Produkt von LG, was demnächst Ende August verfügbar ist, ist der 27GL850. Der hat ein Nano-IPS-Panel mit 144 Hertz und einer Millisekunde Reaktionszeit. Das Besondere bei Nano-IPS ist, dass die Hintergrundbeleuchtung ist mit Nanopartikeln versehen, sodass halt der Farbraum deutlich größer ist als beim normalen IPS. Dadurch kann man beim DCI-P3 Farbraum bis zu 98% erreichen, kann halt sozusagen auch damit Bilder bearbeiten, Videos bearbeiten, aber eigentlich ist es ja ein Gaming-Monitor, der mit G-Sync sozusagen die variable Bildrate unterstützt, über HDMI oder über DisplayPort. Und der 27GL850 gehört zur Ultra-Gear-Serie, das erkennt man auch im Design. Das ist dieses Schwarze mit dem Rot, wie man hier sieht. Und hinten ist ein roter Ring, der das Ganze nochmal visualisieren soll. Natürlich ist der Monitor auch höhenverstellbar und neigbar. Und wird für 579 UVB in den Handel kommen.